Und hoffentlich müsste das Ganze dann gut gehen. Ja, da kommt der Mountain of Smiling Bodies. Na super. Das ist ein riesiger Fisch. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Tag 38, ja. Heute haben wir wieder eine neue Abnormality, über die wir noch nichts wissen, deswegen wir leider immer noch nicht die Core Suppression direkt angehen können. Also wir müssen mal gucken, wie das läuft, wenn das Team voll ist. Ja, und ansonsten weiß ich ehrlich gerade gar nicht, ob wir noch irgendwas machen müssen, aber ich glaube nicht. Also wir könnten gegebenenfalls noch jemanden hier runterschicken ins Record-Team. Dann müssten wir vielleicht ein bisschen durchmodeln. Und dann wieder neue Leute einstellen. Aber ich weiß ehrlich gesagt spontan nicht, wer dafür in Frage kommt, weil die alle auch noch nicht so toll gelevelt sind. Wir können ja erstmal gucken, wie sieht es denn mit den Leuten hier aus dem Central Command Team aus. Zum Beispiel der Justin, der ist jetzt Level 5 in allem, der könnte runter. Aber auf der anderen Seite könnten wir hier auch jemanden runterschicken, der Fortitude leveln muss. Weil wir ja hier jemanden haben, an dem man Fortitude leveln kann. Die müssen halt nur mindestens Temperance Level 4 sein. Haben wir denn irgendwen, der gerade nur Fortitude leveln muss? Und auch die passende Temperance hat. Ich glaube, ja, zum Beispiel Marinelle würde vielleicht in Frage kommen. Ich glaube, Marinelle ist ein guter Kandidat dafür, dass die hier runterkommt. Ich weiß auch gerade gar nicht bei Yin, was konnte man hier nochmal leveln? Hier konnte man auch Repression leveln, aber das ist halt eine WAW-Abnormality, da müssen wir halt auch vorsichtig mit sein. Vor allen Dingen, weil das Ergebnis, glaube ich, muss es gut sein? Nee, es darf nur nicht schlecht sein. Ja gut, dann geht's vielleicht sogar. Dann geht's vielleicht sogar, das müssen wir mal schauen. Gut, Marinelle haben wir jetzt da runtergeschickt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch von denen hier auch jemanden ins untere Team hier schicken, zum Beispiel Noah. Noah könnte hier dann noch ein bisschen Prudence und Temperance leveln und dann stellen wir einfach mal noch jemanden ein. Da haben wir Brooke, die dann hier oben reinkommt und die müssen wir auch noch ausrüsten. Brooke, du bekommst... Was haben wir denn noch so für dich? Nicht mehr wirklich viel im Angebot. Wir hätten hier so einen Speer. Nimm den doch einfach mal. Und dazu... Wie können wir dich kleiden? Mit sowas hier vielleicht? Das sieht doch ganz nett aus. Gut, dann würde ich mal sagen, beginnen Management Tag 38 und mal sehen, was auf uns zukommt. Die neue Abnormality ist ein merkwürdiger Hai mit Schusslöchern drin und einer Spritze. Ich weiß nicht, dem hat man anscheinend irgendwelche Drogen oder so gespritzt, die ihm nicht gut getan haben. Eventuell auch radioaktiv waren oder so. Aber naja, machen wir hier erstmal das, was unser Plan war. Ich weiß gar nicht, die anderen beiden müssen hier eigentlich nicht leveln. Wir könnten halt höchstens einmal jemanden zu jedem reinschicken, damit wir da alles drüber herausfinden können. Und ansonsten zum Hai. I don't know, es ist ja immer noch ein Tier. Vielleicht einfach mal Instinct, Anthony, du schaffst das. Und ansonsten gilt es, Execution Bullets einzusetzen. Hier sind zwei übereinander. Es sind bestimmt nur zwei. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gut, und ja, wir leveln einfach mal alle, die gelevelt werden müssen. Ach so, das, was ich ja heute eventuell auch angehen wollte, war ja eventuell eine Beseitigung, also der Disciplinary Team Quest. Und dafür müssten wir das Big Bird wahrscheinlich ausbrechen lassen. Also ich glaube, das ist am besten. Weil alle anderen sind halt, ja, jenen weiß ich wie gesagt immer noch nicht, was es macht. Und der King of Greed ist, ja, steht eigentlich auch außer Frage. Und die anderen können wir nicht wirklich. Ja, wobei hier unten das Ding noch, aber da weiß ich auch nicht, was es macht, dieser komische Nebel. Also Big Bird ist unser Plan. Ich hatte ja auch letztes Mal gelesen, dass wir da einfach jemanden hier unten reinstellen mit Low Life dann. Und dann versuchen wir einfach mal ein schlechtes Ergebnis zu erzielen. Und dann schicken wir ein paar Mal Leute da rein mit Repression anscheinend. Vielleicht jemand, der den Schaden auch ganz gut ab kann. Der beste Schutz hier aus dem Team hat Gregoria, Georgia, wie auch immer. Dann geh du da einfach mal mit einer Repression rein. Und dann holen wir vielleicht noch einige aus dem Dings-Team heran, die das Big Bird dann beruhigen wieder. Er kriegt schon ganz schön viel Schaden da.
Und du machst auch immer noch eine zu gute Arbeit irgendwie, aber ich glaube, ein schlechtes Ergebnis sollte es trotzdem werden. Könnten die ja da eigentlich auch mal hochschicken, die ist ja auch eine gute Kämpferin. Einfach, dass wir da oben ein bisschen Zeug machen können. Wie läuft's hier unten eigentlich? Instinct scheint ganz gut bei dem Hai zu laufen. Ja. Die Frage ist, ist es auch gut, dass es ein gutes Ergebnis ist? Er macht zumindest nichts. Naja gut, bei Yin können wir jetzt auf jeden Fall noch die Escape Informations herausfinden. Und ja, dann gegebenenfalls vielleicht die Waffe und die Rüstung machen, wenn wir da genug Punkte sammeln über Zeit. Aber ja, Yin ist empfindlich gegen weißen Schaden, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass es ausbricht. Gut, wir sind ja nicht unter Zeitdruck. Das heißt, einmal kurz gucken. Big Bird ist empfindlich gegen... Also, wir können allen Schaden einsetzen. Weißen und, ja, Pale ist natürlich am besten. Aber wir schauen einfach mal, wen wir da so auftreiben können. Weil die Leute aus dem Disciplinary Team... Also, wir müssen ja mindestens einen pro Dings behalten. Einfach schon allein, wenn da irgendwas im Meltdown geht da unten. Aber die anderen können ja eigentlich alle hier hoch. Na gut, ist ein bisschen schlecht, dass... die ja jetzt hier unten weg ist, aber wir gucken erstmal, dass wir das Big Bird zum Ausbrechen bringen. Georgia, mach doch nochmal deine Aufgabe da. Deswegen, wir müssen uns auch keine Sorgen hier um den Cleave of Overload machen, der kommt uns sogar zugute jetzt im Moment bei unserem Ziel. Ich wünschte nur echt, man könnte es irgendwie schneller ausbrechen lassen, das wäre echt cool. Aber naja, jetzt müssen wir halt immer warten, bis Georgia geheilt worden ist und sie dann wieder da reinschicken. Und rein theoretisch, wenn irgendwer betroffen ist, müsste es eigentlich Vincent sein. Und wir sollten vielleicht noch wen Zweites da reinschicken, Brooke. Weil wenn einer von den beiden betroffen ist, laufen die dann raus. Und dann müsste der andere den Debuff bekommen. Und hoffentlich müsste das Ganze dann gut gehen. Aber wir werden wahrscheinlich auch so viel Schaden haben, dass das Big Bird hoffentlich nicht so viel machen kann, bevor es dann beseitigt wird. Gut, einmal noch und dann kommt es zum ersten Kampf und dann schauen wir mal, wie das läuft. So. Big Bird, dann zeig mal, was du kannst. Es läuft halt schon raus und wir müssen hier unten ein Auge drauf behalten. Ja, da, es funktioniert nämlich, da wird schon mal Brooke infiziert. Du gehst erstmal raus. Und alle, die hier sind, bitte einmal suppressen weiterhin. Ihr habt die Order dazu. Wer ist denn da oben alles? Eigentlich müsste ich die einzeln anklicken, weil... Paulinus, bitte wehre dich nicht. Alle sollt euch das Ding schnappen. Ich wünschte, die würden sich automatisch festlegen, aber naja. Schnappt es euch, Eugene. Da wurden ein Joy erwischt. Aber also die Clerks. Aber das ist ja nicht so wild. Ja, und sonst hat das ganz gut funktioniert. Die einzige Frage ist jetzt, ob es unique WAW-Abnormalities sein müssen. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Also ja, wir lassen das jetzt erstmal zum Meltdown kommen. Beziehungsweise eigentlich können wir jetzt auch erstmal den Cleave of Gaunter weiter runtertreiben. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Weil dadurch können wir es ja auch zum Meltdown kommen lassen. Oh Gott, der Zug. Mika, schaffst du das noch? Gerade so. Ja, das ist das Einzige, worauf ich ein Auge noch halten muss. Ansonsten haben wir hier überhaupt keinen Stress. Naja, bis auf, dass die Employees durch Big Bird eventuell sterben. Vielleicht sollten wir nach dem nächsten Meltdown hier die aus dem Weg schaffen, dann werden nämlich nur unsere Leute da betroffen und wir kriegen keine Probleme mit irgendwelchen anderen Abnormalities. So, Meltdown. Wir erschießen erstmal Employees. Und wir haben so gerne auch ein paar mehr. Und jetzt schauen wir mal, was im Meltdown ist. Wir haben das Kreuz. Und... Natürlich musste es das Slimevieh sein. Ja, wir müssen die ja anscheinend abziehen. Und damit dann auch sämtliche Employees hier unten. Weil ansonsten machen die uns Probleme. Und zum Kreuz können wir... Wer ist denn da noch? Justin ist noch da. Justin kann da rein. Er kann da erstmal ein bisschen beten. Ich hoffe, die schafft es überhaupt, aber die ist ja schnell.
Ansonsten machen wir hier erstmal unten weiter bei dem Fish Instinct. Das sollte auch kein Problem sein. Und bei Big Bird weiter Repression, sobald Georgia wieder voll geheilt ist. Da rennt noch ein Employee rum. I'm sorry. Aber du kannst jetzt nicht mehr da bleiben. Und dir, du kannst wieder hier hingehen. Du kannst jetzt nirgendwo anders hin. Du bist infiziert. Und das Kreuz sollte jetzt auch lange genug bedient worden sein. Und jetzt werden wir auch gleich sehen, ob es funktioniert, zweimal die gleiche zu suppressen. Aber ansonsten... Ansonsten haben wir sowieso nicht viel Wahl. So, da haben wir es wieder. Und wie wir sehen, hat es gezählt. Das ist sehr gut. Das heißt, ja, wir können es jetzt noch dreimal ausbrechen lassen und dreimal bekämpfen. Und dann haben wir auch die Quest vom Disciplinary Team fertig. Und ja, dann können wir da wahrscheinlich auch demnächst eine Core Suppression angehen. Sofern wir denn Abnormalities haben, mit denen wir auch umgehen können. Eigentlich merke ich auch, es ist gerade ein bisschen gefährlich, Firenze hier drin rumstehen zu haben, weil der weniger Leben hat als welche von denen da unten. Das heißt, warte mal, wo haben wir ihn denn? Der ist hier. Der sollte sich dann auch eher hier runter begeben und Vincent kann eigentlich zurück, wo auch immer er hergekommen ist. Haben wir hier ansonsten noch irgendwen? Ja, zum Beispiel, du machst aber roten Schaden. Ich meine, Ruby, du könntest vielleicht noch dazu. Haben wir hier sonst noch irgendwen mit weißen Schaden? Ich glaube nicht. Doch, hier. Ja, Akazia, du kannst auch dazu. Warum nicht? Wie sieht's denn beim Safety-Team hier aus? Ja, sie hat aber wenig Leben, die Ara. Und die anderen haben, glaube ich, keinen weißen Schaden. Ne, gut, dann lassen wir es erstmal so. Oh, Punishing Bird ist unterwegs. Ich sehe es nicht, ich höre es nur. So, Big Bird, Runde Nummer 3 kann losgehen. Dann zeig mal, was du kannst, Big Bird. Wen verzauberst du? Da unten den, die Brook. Brook, geh hier rüber. Und schnappt euch mal bitte das hier außer Firenze. Ja, und es scheint zu funktionieren, denn jetzt kommt Firenze. Das heißt, die beiden tauschen jetzt mal wieder die Plätze. Okay, und da hat Big Bird irgendwen anders versucht zu fressen, aber hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Also vielleicht hat es funktioniert, ich weiß es nicht. Wie sieht es denn hier mit der Stimmung von Mountain of Smiling Bodies aus? Ist noch ganz gut anscheinend. Sind noch nicht genug Employees gestorben. So, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Meltdown. Müssen wir mal gucken, dass... Ach nee, es kommt Dawn. Ist gar kein Meltdown, aber das sollte hoffentlich auch kein Problem sein. Ich meine, wir müssen noch überall genug Leute haben, um das abzudecken. Aber wir schauen mal. Repression, Georgia, wie auch immer. Hau rein und wir schauen mal, was abgeht. Am besten wäre es natürlich, wenn die oben welche spawnen. Die werden sofort weg, aber hier unten ist auch nicht schlecht. So, wen haben wir denn hier noch? Justin war, glaube ich, hier unten. Und Olive, ihr beide könnt euch darum kümmern. Hier unten macht Mika schon gute Arbeit. Hier drüben können noch... Wen haben wir da? Destiny und Michaela. Dia kann sich um ihres kümmern. Und hier unten, wen haben wir da noch? Das ist Nox. Und hier unten, darum können sich alle hier aus dem Team drum kümmern. Haben wir ansonsten noch irgendwo welche? Ja, hier vom Information Team. Courtney, Noah. Die anderen beiden können sich eigentlich auch drum kümmern. Die gehen ja dann wieder zurück in ihren Gang. Und hier beim Training Team stürze ich einfach auch mal alle drauf. Sollte es hoffentlich gewesen sein. Ihr da unten. Ne, ihr lebt tatsächlich noch. Das ist gut. Gleich kommt schon direkt Moon. Und das könnte tatsächlich ein bisschen problematischer werden. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssten Big Bird bis dahin noch zweimal ausbrechen lassen können. Das heißt, danach können sich ja eh wieder alle verteilen. Oh, aber Mountain of Smiling Bodies ist jetzt schon ein bisschen angepisst.
heißt, es waren gerade auf jeden Fall ein paar Employees gestorben. Aber naja. Big Bird, Runde 4. Wir kriegen das schon alles in den Griff. Will ich zumindest hoffen. So, das war schon mal Big Bird, Runde 4. Und jetzt brauchen wir nur noch eine. Und die sollten wir auch direkt hinterher bekommen. Und dann bereiten wir uns auf Moon vor. Und ich sage ja, die Sweepers haben irgendwie richtig Bock. Es kommt irgendwie überhaupt nichts anderes mehr. Was eventuell auch... Fuck, wo kommt der? Ja, zieh den Kopf ein, geh hier rüber. Der fährt... hier hin. Könnt ihr eventuell... versucht ihr beiden mal nach oben zu kommen, wenn ihr es schafft. Und Nox, du versuchst hier rüber zu gehen. Ich hoffe, das wird was. Da ist der da kommt der Mountain of Smiling Bodies. Na super. Aber es ist, glaube ich, niemand gestorben von meinen Leuten. Die hat den Zug tatsächlich überlebt. Die ist einfach... die hatte einfach kein Problem damit. Okay, das ist eventuell ein Problem. Wie war das mit, man soll dem von Bodies fernhalten? Am besten erschießen wir mal alle, die uns hier Probleme machen können. Oh doch, da ist jemand tot. Nox ist gestorben. Ja, das ist kacke. Nox wurde überfahren, der hat es leider nicht ausgehalten, aber... ich meine... sonst ist keiner tot, ne? Nee. Ja, wir gucken erstmal, ob wir irgendwas dagegen machen können, gegen den... gegen diese Elephant Normality. Geht da erstmal alle hin. Und dann schauen wir mal, was so abgeht. Oh Gott, da frisst er noch wen. Disciplinary Team. Michaela, warte mal, was macht der für einen Schaden? Wissen wir das? Er ist empfindlich gegen roten Schaden auf jeden Fall. Er selber macht schwarzen. Michaela, wie sieht's bei dir mit schwarzem Schaden aus? Ganz in Ordnung. Dann versuch du das mal zu tanken. Oh. Du ein bisschen zurück. Und du kriegst auch noch ein Schild zum Tanken. Okay, Destiny anscheinend auch. Holy shit, was geht hier eigentlich ab? Destiny, du musst da, glaube ich, weg. Was passiert denn hier, ey? Oh Gott, Justin, du hältst auch nicht so viel aus. Oh Gott, ihr braucht alle Schutzschilder. Aber es kriegt erstaunlich viel Schaden. Das Problem ist halt nur echt, ich habe keine Bullets mehr. Ist es tot? Es ist tot. Aber irgendwer ist noch gestorben, glaube ich. Wer war das? Wer ist noch gestorben? Olive. Es hat aber auch als Abnormality gezählt. Was hatte Olive denn an? Ich weiß leider nicht, von wem das die Waffe ist. Sie hatte auch Paulinus an. Das war nicht zufällig die von dir, Porcubus, ne? Nee. Das war, glaube ich, von irgendeiner aus den letzten Runden. Also die kriegen wir nicht wieder. Ja, aber das macht nichts. Ja. Geht mal alle zurück zum Big Bird. Wir lassen es noch einmal ausbrechen und dann schauen wir mal. Ich finde das nicht toll, dass ich zwei tot habe, aber kann man zur Not noch mit leben. Ich meine, dafür hat der Mountain of Smiling Bodies jetzt auch wieder einen vollen Cleaver-Counter. Was auch einige Probleme löst. So, Big Bird. Ist ein Wunder, dass Big Bird übrigens nicht ausgebrochen ist, als der Zug da durchgefahren ist, aber naja. Soll mich nicht jucken. Wir können ja jetzt auch erstmal gucken, dass Leute leveln, weil es ist
passiert ja jetzt nichts mehr an dem Tag. Da wird wieder wer gerufen, du geh hier rüber. Und Leute, verfolgt das mal bitte hier weiter, ja? Keine Müdigkeit vor Schützen, vor Täuschen, wie auch immer. Ich setze sie jetzt einfach direkt hier drüber an. Okay, das war's. Wir haben die Quest fertig, das ist schön. Jetzt nur noch den Zug im Auge behalten. Aber es war ja irgendwie klar, dass er jetzt einmal da durchfahren muss, ey. Und jetzt können alle wieder zurück in ihr respektives Team. Wo auch immer das sein mag. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen was über den Fisch herausfinden, ne? Und generell hier unten auch ein bisschen weiter leveln. So, dann lassen wir doch mal die Sweeper kommen. Kriegen dann auch ein paar neue Bullets. Ja, hier unten sind welche. Ihr solltet ja hoffentlich keine Probleme mit denen haben. Hier unten sind welche. Ihr solltet wahrscheinlich auch keine Probleme haben, solange Marinelle das nicht tankt. Safety Team, ihr kommt ja auch hoffentlich damit klar. Außer vielleicht Firenz, den lassen wir einfach mal da. Und das war's. Waren das nur? Ach ne, hier unten ist noch eine Gruppe. Ihr solltet ja auch keine Probleme damit haben. Und da kann euch das andere Central Command Team auch mal ein bisschen helfen. Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Justin tankt das, kriegt eine Bullet als Schutz. Hier unten haben sie es schon geklärt. Ne, sie haben es nicht geklärt. Sie haben einen getötet und sind danach abgehauen. Leute, so geht das hier aber nicht. Sieht hier aus. Ist auch ganz schick. Und hier oben sehe ich ehrlich gesagt nichts, aber ihr überlebt das schon. Julian. Julian ist gestorben. Warte mal, wer war Julian? Zum Glück keine guten Waffen, aber das ist trotzdem kacke. Ihr kriegt mal schwarze Schutzschilde. Was ist denn los da mit euch? Justin ist gestorben. Warum sterben jetzt alle? Ja, das sind mir ehrlich gesagt jetzt schon zu viele Tote. Retry the day. Klasse. Alles nochmal von vorne. Ja, Beginn Management. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, weil irgendwie war das Vieh da unten ziemlich schnell tot. Der Mountain of Smiling Bodies. Ich weiß gar nicht, ob ich die Leute vielleicht dahin schicken sollte. Der hat irgendwie nicht so viel ausgehalten. Und da ist es halt auch einfacher und schneller, das runterzutreiben, sag ich mal. Da braucht man nicht so ewig lange dran sitzen. Vielleicht schicken wir die Leute einfach mal in den Gang. Und der Vorteil ist dann auch, die sind nicht so weit weg von Abnormalities, die in Meltdown gehen können. Aber ehrlich gesagt, wenn wir das Ding ausbrechen lassen, kommen wir auch gar nicht zum Meltdown, bevor wir die fünfmal geklärt haben. Also ja, schauen wir mal. Hier haben wir noch Firenz, der vielleicht nicht unbedingt darunter sollte. Ja gut, und dann mal schauen. Schlechtes Ergebnis ist, ja, Clifford Counter decreases size, attachment oder instinct. Wer hat denn den besten, die beste schwarzen Schadensreduktion? Ich glaube, das hat tatsächlich Paulinus, oder? Mit 0,3. Das heißt, Paulinus macht mal ein Attachment. Und dann bereiten wir uns darauf vor, das Ding einfach down zu bursten, sobald es da rauskommt. Wir müssen nur schauen, dass wir Paulinus am besten sofort da wegschicken. Oder wir gucken, ob wir das mit dem Zug getimed bekommen. Wenn hier jetzt noch eine vierte Lampe leuchtet, dass er direkt hochgeheilt wird. So nämlich. Dann wurden alle mal refreshed. Und dann zeigt dem Ding mal, was ihr könnt. Ich sehe da überhaupt nichts, aber das hat doch super gut funktioniert. Aber jetzt hat es nicht als... Oh mein Gott, es zählt doch nicht. Ich habe mich anscheinend gerade verguckt oder verzählt. Das ist doch kacke. Sollen wir es mit Yin ausprobieren? Ich weiß nur echt nicht, was Yin macht. Oder der Hai. Aber über den Hai wissen wir halt gar nichts, ist das Problem. Da wüsste ich auch nicht mal, wie ich es ausbrechen lassen könnte. Ich meine, wir wissen bei ihnen noch, also die Escape Information habe ich mir gerade nicht angeguckt. Sonst schicken wir da einfach mal irgendwen rein mit Attachment. Ja komm, Anthony macht das einfach mal. Und wir schicken alle darüber irgendwie. Waren eigentlich mehrere markieren?
glaube nicht, oder? Das wäre schön, wenn ich hier alle einfach darüber schicken könnte. Also Anthony ist schon mal angekommen, macht irgendwie einen erstaunlich guten Job mit Attachment, obwohl das very low ist, die Wahrscheinlichkeit. Aber das macht nichts, das ist umso besser. Das heißt, wir können jetzt gleich die Escape Informations herausfinden. Und hoffentlich einen... Geht der Cliff nicht runter? Doch, er ging runter, nur nach dem Sequenzial. Aber egal, wir gucken hier mal. Geh da mal bitte weg hier. So. Was haben wir? Wir haben... Es ist immun gegen schwarzen Schaden. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, alle mit schwarzen Schaden können schon mal weg. Es ist empfindlich gegen weißen. Ja, und roter ist nicht so toll, aber macht Schaden. Okay. Ja gut, wer hat denn hier alles schwarzen Schaden? Du hast schwarzen Schaden, du bist Destiny, du kannst schon mal abhauen. Mika benutzt den Zug. Wen haben wir hier noch? Du machst roten, okay, weiß hast sehr gut. Schwarzer Schaden von Eugene. Ja, das ist kacke. Eugene, du kannst auch... Wo warst du eigentlich? Du warst, glaube ich, hier, ne? Oder wisst ihr was? Wir machen es anders. Alle zurück in euer Abteil und ich gucke euch nacheinander durch. Wir warten dann noch, bis alle angekommen sind und dann können wir jeden ausbrechen lassen und schauen mal, was passiert. Aber es ist schon irgendwie unfair, dass wir, also das, ich weiß, hier steht nur WAW, aber ganz ehrlich, LF Abnormalities sind doch sogar schwieriger. Es wäre eigentlich nur gerecht, wenn die dann auch ausbrechen würden, also mitzählen würden, meine ich. Ja gut, Anthony, dann mach mal ein Attachment und lass es ausbrechen. Ich hoffe, das ist keine Abnormelle, die sich teleportiert, weil ansonsten sind wir am Arsch. Also, dann hat die ganze Vorbereitung hier unten nichts gebracht. Es ist ein riesiger Fisch. Warte mal, was machst du für einen Schaden? Du hast nämlich ganz schön viel gemacht, schwarzen. Okay, bleibst du da? Ich glaube, jeden können wir vergessen. Hat nicht so gut funktioniert, würde ich einfach mal behaupten. Ach, da ist ja Dings einfacher mit. Es ist ja echt einfacher, die fucking LF Abnormality da oben fertig zu kriegen. Das ist doch kacke. Wir haben noch Dornröschen, aber Dornröschen ist auch eine Katastrophe, genauso wie unsere schöne Queen of Hatred hier. The King of Greed will ich auch nicht mich unbedingt mit anlegen. Und das Ding weiß ich halt auch nicht, was es macht. Die Sache ist, das teleportiert sich auf jeden Fall irgendwo hin. Weil hier steht ja, the facility and its employees will be unable to detect the abnormality. Das heißt, ich weiß da auch nicht, was abgeht. Das ist alles sehr, sehr suboptimal, was hier abgeht. Aber ganz ehrlich, auch wenn wir, glaube ich, heute noch keinen Tag geschafft haben, muss ich sie erstmal beenden, weil es wird auch gerade etwas länger dauern. Für euch ist die Folge wahrscheinlich sehr kurz, weil ich sehr viel weggeschnitten habe, weil, naja, ich habe ja die ganze Zeit nur Big Bird versucht, ausbrechen zu lassen und was auch nicht so gut funktioniert hat, beziehungsweise es hat gut funktioniert, aber es hat halt lange gedauert. Aber ich glaube, Big Bird ist unsere einzige Möglichkeit, wirklich diese Quest fertigzustellen. Das heißt, das werden wir nächstes Mal nochmal angehen. In einem schnellen Cut. Und dann mal schauen. Ja. I don't know. Aber machen wir hier erstmal wieder Pause. Ja, nicht viel geschafft heute. Nur ein wenig Info für mich bekommen. Aber ja, nächstes Mal soll es hoffentlich besser laufen. Aber gut, bis dahin bedanke ich mich wieder fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye bye.